Ah, ihr Lieben, ich stehe hier gerade vom Stadtbezirksamt in der Neustadt, wo normalerweise die Stadtbezirksbeiratssitzungen stattfinden. Und was so ein Stadtbezirksbeirat ist, was der tut, was der kann, das erklären wir euch heute. Was sind Stadtbezirksbeiräte? Stadtbezirksbeiräte sind, wie der Name unschwer vermuten lässt, Beiräte aus den Stadtteilen. Davon gibt es 10 Stück. Altstadt, Neustadt, Pieschen und so weiter und so fort. Und die Größe der Bezirksbeiräte variiert zwischen 13 und 24 Mitgliedern. Sie werden auch seit der Kommunalwahl 2019 zum ersten Mal direkt von den Dresdner WählerInnen gewählt. Davor hießen sie Ortsbeiräte und wurden entsandt. Es ist also eine große Errungenschaft, dass die Stadtbezirksbeiräte inzwischen direkt gewählt von der Dresdner Bevölkerung sind. Was genau entscheiden Stadtbezirksbeiräte? Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man aus dem Stadtbezirksbeirat heraus auf die Dresdner Politik einwirken kann. Zum einen werden die Vorlagen aus dem Stadtrat, wo es wirklich auch um die Stadtteile geht, nochmal in die Stadtbezirksbeiräte gegeben, wo darüber beraten wird und am Ende auch entschieden wird, was man dem Stadtrat empfiehlt, was er in dieser Angelegenheit tun soll. Außerdem können auch Anregungen aus der Mitte des Stadtbezirksbeirates zum Oberbürgermeister getragen werden. Es gibt auch so eine Art Anfrage. Die ist nicht ganz so wie im Stadtrat, wo jede einzelne Stadträtin eine Anfrage stellen kann. Bei uns läuft das ein bisschen anders. Dazu braucht es erst 2 Stadtbezirksbeiräte, die eine Anfrage formulieren. Und dann muss das Gremium in Gesamtheit mehrheitlich darüber entscheiden, ob diese Anfrage dann eingereicht wird oder nicht. Die Antwort jedoch ist genau wie im Stadtrat eine komplett verbindliche Antwort von der Stadtverwaltung an uns. Was jedoch vielleicht noch ein bisschen cooler ist, dadurch, dass sehr viele Menschen aus der Verwaltung hier im SBR Sachen vorstellen, kommt man an viel, viel mehr Informationen, kann extrem viele Rückfragen stellen und ja, erfährt einfach viel, viel mehr über seinen Stadtteil, als das jetzt normal eigentlich so möglich ist. Selbst und allein entscheiden können die Stadtbezirksbeiräte in Angelegenheiten, die nur sie selber in ihrem eigenen Stadtteil betreffen, wie zum Beispiel ja, die Ausstattung von Grünanlagen. Was noch viel cooler ist, jeder Stadtbezirksbeirat hat rund 500.000 Euro an Fördergeldern, die für Projekte im Stadtteil ausgegeben werden können. Das können Sachen wie Kinder- oder auch Stadtteilfeste sein, aber auch Kunst- und Musikprojekte und eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Wenn ihr da mehr wissen wollt, Interesse habt oder mehr Informationen bekommen wollt, kommt gerne auf uns zu und wir können euch gerne damit helfen, euer Projekt zu realisieren. Und wie kann ich mitmachen? Die Sitzungen der Stadtbezirksbeiräte sind in der Regel öffentlich und finden einmal im Monat statt. Es ist auch oft möglich, als BürgerInnen dort Fragen zu stellen. Aber ihr könnt diese Anfragen oder eure Anliegen natürlich auch an uns weiterleiten. Und wir kümmern uns dann darum, Antworten zu bekommen oder auch Anträge zu stellen. Wenn es um die Projektförderung geht, wirklich nochmal gesagt, haltet euch da nicht zurück. Informiert euch auf jeden Fall, wie das möglich ist, weil da so viele coole Projekte in euren Stadtteilen daraus gefördert werden könnten. Was ihr außerdem machen könnt, es ist 2024 wieder Kommunalwahl. Das heißt, ihr könnt euch bei Parteien einbringen, zum Beispiel bei der Piratenpartei, und könnt euch auch auf die Listen schreiben, um vielleicht selber mal in so einem Stadtbezirksbeirat zu sitzen.